Irene Slagt-Zirkel. Der Name klingt irgendwie nach Tulpen, Grachten und Holland. Die Niederlande ist auch tatsächlich die Heimat der 64-jährigen Künstlerin. Geboren in Weißmain, aufgewachsen in Völschnitz bei Kulmbach, lebt Irene Slagt-Zirkel heute in Krommeni, knapp 30 Autominuten von Amsterdam entfernt. Schon als junges Mädchen hat die Künstlerin ihre Liebe zur Malerei entdeckt. Dennoch, es hat fast 50 Jahre gedauert, bis sich die einstige Schwesternhelferin vollends der Kunst widmen konnte. Da habe ich dann Malunterricht genommen, erst Zeichenunterricht, dann Malunterricht. Und ja, ist ein schönes Hobby und ist aber gewachsen. Und jetzt bin ich auch viel mit Ausstellungen. Und trotz meinem Geschäft male ich doch noch, nehme ich mir die Zeit zu malen. Irene Slagt-Zirkel ist mitunter eine impulsive Künstlerin und so manches Motiv entsteht innerhalb kürzester Zeit. Ich mal sehr viel, auf jeden Fall an einem Tag oft ein Bild. Ich bin eine schnelle Malerin, aber ich weiß schon die Woche davor schon, was ich malen will. Und dadurch geht es auch sehr schnell und spontan. Ich gehe nicht zu lange an einem Bild malen, dann ist die Spontanität weg. Aquarell, Ölfarbe, Acryl, die Mischung daraus bestimmen die Handschrift. Spontanes, farbenfrohes, modernes und natürliches, gemischt mit unterschiedlichen Ausgangsmaterialien, bilden die Grundlage für die Motive von Irene Slagt-Zirkel. Farbe macht Leben, Farbe ist Leben, bunt, reizvoll, individuell und irgendwie einzig andersartig. Jeder hat eine Lieblingsfarbe. Keiner von uns will farblos sein. So Klaus-Jürgen Scherr bei seiner Laudatio am Dienstagabend in der Schalterhalle der Sparkasse Kulmbach-Kronach. Irene Slagt-Zirkel stellt nicht zum ersten Mal in Kulmbach aus. Das ehemalige Designhaus, die Stadthalle oder so ungewöhnliche Locations wie der Verkaufsraum in der Kulmbacher Metzgerei Lauterbach oder das Klinikum sind nur einige Stationen. In Holland ist es meist das Unternehmen ihres Mannes oder das nahe Amsterdam, das die passende Plattform für die Bilder der Malerin bietet. Die Besucher zeigen sich beeindruckt von der Ausdruckskraft und den kräftigen Farben, Formen und Motiven. Sie ist eine ganz tolle Frau, fröhlich. Sie steckt auch an mit ihrer Fröhlichkeit und mit ihrer Warmherzigkeit. Und das kommt natürlich auch in ihren Bildern auch wieder zum Ausdruck, ihr ganzes Wesen. Keine Frage, dass eine Kaufentscheidung leicht fällt. Ich habe zwei Bilder von der Frau Slagt-Zirkel, und zwar ein ganz großes Blumenbild und ein Bild, das hängt im hinteren Teil, das ist eine Frau, die so ins Licht geht. Also was ganz Mystisches, finde ich wunderschön. Auch der Vorstand der Sparkasse Kulmbach-Kronach hat seinen Favoriten bereits gefunden. Auf der Rückseite hinter Ihnen ist eine Kuh, das Bildnis einer Kuh ab. Ist dargestellt. Und zwar in einer solchen farblichen Mächtigkeit mit geometrischen Figuren. Die Blässe des Schädels ist wie eine Blumenvase, über die dann ein prächtiger Strauß wirkt. Beim ersten Hinsehen erkennt man es gar nicht, aber beim zweiten Hinsehen sagt man, wow, so habe ich eine Kuh noch nie erlebt als Art großer farblicher Blumenstrauß. Insofern mal etwas ganz anderes. Wer mehr über die Farbexplosionen von Irene Slagt-Zirkel erfahren möchte und sich bei einem Rundgang selbst ein Bild machen will, der hat noch bis Ende März Zeit dazu.